Im letzten Video wird Professor Reichel mit Ihnen die vierte und letzte Ausrichtung Ihres digitalen Kompass beleuchten. Nun steht die anthropologische Frage im Vordergrund. Was ist der Mensch? Oder neu und anders formuliert, was ist der Mensch im digitalen Zeitalter und im digitalen Leben? Informatik sieht Professor Reichel mittlerweile nicht mehr nur als Disziplin, die sich ausschließlich mit der Erfassung, Speicherung und Verarbeitung von Informationen beschäftigt. Informatik ist vielmehr auch zu einer politischen Disziplin geworden. Warum das, fragen Sie sich? Das digitale Leben betrifft uns mittlerweile alle. Aber auch Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten sind jedem und jeder von Ihnen potenziell gegeben. Man kann sich in den Worten von Professor Reichel aber fragen, haben wir auch die Technologie, die wir brauchen? Und viel wichtiger, brauchen wir die Technologie, die wir haben? Mich selbst würde auch noch eine weitere Frage interessieren. Welche Rolle spielt der Mensch in seiner Existenz zwischen den ganzen Technologien, die er womöglich zugleich braucht und nicht braucht? Was denken Sie? Ich wünsche Ihnen viel Freude bei dieser letzten Nachjustierung Ihres philosophisch-digitalen Kompass. Fassen wir zusammen. Unsere These war, dass die Rückbesinnung auf Kant, die im aktuellen Diskurs um den digitalen Wandel immer wieder ins Spiel gebracht wird, weit über den politisch-gesellschaftlichen Ruf nach einer neuen Aufklärung hinaus reichen sollte. Vielmehr diente uns sein philosophischer Grundansatz, wie er ihn in den drei Kritiken der Jahre 1781, 88 und 90 niedergelegt hat, sowie insbesondere in den berühmten drei Fragen am Ende der Kritik der reinen Vernunft formuliert hat. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Als ein Kompass für eine weitergehende Reflexion. Wir haben das dabei einerseits gesehen im Licht einer Gegenbewegung gegen das auf Leibniz und auch Descartes zurückgehende Bestreben, alles Wissen in einer formalen Sprache, in einer Mathesis Universalis zu beschreiben, die wir als Analogon zum heutigen digitalen Paradigma von Bit, Algorithmus und Daten gesehen haben. Wir haben gesehen, dass die drei Fragen in unterschiedlicher Weise das digitale Leben berühren. Die Frage nach dem Wissen im Zentrum der Digitalisierung steht. Die Frage nach der Ethik heute aufgetaucht ist, die Frage nach dem Schönen eigentlich gar nicht thematisiert ist und doch zugleich vielleicht die Richtung weist, in die wir uns bei der Lösung der offenen Punkte bewegen könnten. Und in allen drei Fragen haben wir auch prägnante Beispiele identifiziert, wie der digitale Wandel schon begonnen hat, zentrale Aspekte unseres humanistischen Weltbildes in Frage zu stellen und mehr in Richtung dessen zu bewegen, was denn die Maschine uns vorschreibt. Nun hat Kant seine Grundfragen nicht erst in der Kritik der reinen Vernunft formuliert, sondern bereits in seinen Vorlesungen zur Logik, die er an der Universität Königsberg ab 1765 regelmäßig hielt. In der Einleitung zu dieser Vorlesung, die uns in einigen Mitschriften überliefert ist, widmete er ein Unterkapitel dem Begriff von Philosophie überhaupt. Und dort tauchen diese Fragen das erste Mal auf. Er bringt damit, Zitat, das Feld der Philosophie auf folgende Fragen. Es sind allerdings interessanterweise nicht drei, sondern vier. Erstens, was kann ich wissen? Zweitens, was soll ich tun? Drittens, was darf ich hoffen? Viertens, was ist der Mensch? Und er fährt fort, im Grunde könnte man aber alles dieses zur Anthropologie rechnen, weil sich die drei ersten Fragen auf die letzte beziehen. Es geht Kant also letztlich immer um den Menschen. Und das fügt natürlich dem eingangs erwähnten Ruf nach einer neuen Aufklärung eine weitere Facette hinzu. Wir können demnach Informatik nicht länger einfach nur als die Disziplin verstehen, die sich nach der üblichen Definition mit der Erfassung, Verarbeitung, Übertragung und Speicherung von Information beschäftigt, um so aus Input Wissen zu generieren. Und es genügt auch nicht,
die im Rahmen einer universalisierten Anwendung dieser, sagen wir mal, Kernkompetenz der Informatik auf die großen und kleinen Aspekte unserer Lebenswelt auftretenden Probleme von einer ethischen Warte aus zu begleiten oder zu versuchen, sie in mathematische Konstrukte wie ethische Algorithmen zu übersetzen. Und schließlich greift auch das Streben nach digitaler Schönheit zu kurz, wie wir am Phänomen der Glattheit gesehen haben. Stattdessen stellt sich die Frage nach dem digitalen Leben als eine Frage der philosophischen Anthropologie heraus. Und zugleich ist Informatik inzwischen keine rein technische, sondern vielmehr eine politische Disziplin geworden. Wir müssen bedenken, wie wir uns als Menschen in einer technologischen Umwelt verorten und welches Menschenbild wir bei deren Gestaltung vor Augen haben. Denn wie eingangs erwähnt, der digitale Wandel kommt nicht so einfach. Wir gestalten ihn. Und da müssen wir uns fragen, haben wir die Technologie, die wir brauchen? Und brauchen wir die Technologie, die wir haben? Und wie kommen wir letztlich zu einer Technologie, die wir wirklich haben wollen? Diesen Zusammenhang zwischen Technologie und philosophischer Anthropologie hat der Wiener Philosoph Günther Anders wie kein zweiter verkörpert. In seiner bestechenden Analyse der prometheischen Scham, die sich als Gefühl einer beständigen Unterlegenheit des Menschen gegenüber der technischen Perfektion der von ihm geschaffenen Geräte äußert, und nichts anderes ist es, was wir heute als Digital Divide benennen, kommt dieser Günther Anders zum Schluss, der Mensch habe sich zum, wie er das nennt, invertierten Utopisten entwickelt. Während nämlich Utopie darin bestehe, sich etwas vorzustellen, ohne es herstellen zu können, sei der Mensch heute vielmehr dazu in der Lage, etwas herzustellen, wovon er sich nicht mehr vorstellen könne, was sich damit anstellen lasse. Die Konsequenzen daraus verdeutlicht Anders vor allem an der Frage der atomaren Drohung, welche in meinen Augen zumindest einen Paradigmenwechsel kennzeichnet, der durchaus vergleichbar dem ist, was wir heute im digitalen Wandel wieder erleben. Und aus dieser Situation seinerzeit zieht Anders eine radikale Konsequenz. Er benennt die Verantwortlichen für die schiere Existenz der Bombe. Und zwar in Gestalt derjenigen Forscher und Forscherinnen, derjenigen Ingenieure und Ingenieurinnen, die sie gebaut haben. Und die er dafür in die Pflicht nimmt. Und folgerichtig formuliert er für sie einen, wie er sagt, universellen hippokratischen Eid, in welchem er sie angesichts potenziell unverantwortbarer Folgen der wissenschaftlichen Forschung und technischen Entwicklung und zugleich einer immer stärkeren Aufsplitterung von Zuständigkeit und dadurch individueller Verantwortung dazu verpflichtet, keine Arbeiten anzunehmen oder durchzuführen, ohne sie auf ihre Folgen geprüft zu haben und dafür gegebenenfalls auch Nachteile und Gefahren in Kauf zu nehmen. In abgewandelter Form findet sich dieser Grundgedanke auch im 2019 formulierten Wiener Manifest zum digitalen Humanismus wieder, das im Kontext des digitalen Wandels dazu aufruft, humanistische Ideale mit einer kritischen Reflexion des technischen Fortschritts zu kombinieren. Und hierzu vor allem die Informatik-Community in die Pflicht nimmt, denn diese Community gestaltet diese Welt. Und das Manifest fährt fort, denn wir müssen Technologie nach menschlichen Werten und Bedürfnissen formen, anstatt nur zuzulassen, dass Technologien Menschen formen. Letztlich also geht es um die Frage, was ist der Mensch in dieser schönen neuen digitalen Welt und umgekehrt, was ist das für eine Welt, die wir da gerade für ihn bauen? So gesehen erfordert die Betrachtung des digitalen Wandels vielleicht eine noch breitere Perspektive, einen geradezu ökologischen Zusammenhang, statt im bisherigen binären Modus von Ablehnung oder Apologie zu verbleiben. Ökologie, das hat ihr Begründer Ernst Haeckel ja so definiert, ist die Betrachtung der Beziehung von Lebewesen untereinander und zu ihrer unbelebten Umwelt. Und so gesehen würde eine digitale Ökologie uns erlauben, einen neuen Blick darauf zu gewinnen, dass die Digitalisierung nicht nur eine technische, wirtschaftliche und soziale Tatsache ist, sondern als solche sämtliche Beziehungen der Menschen zu sich selbst und ihrer Umwelt durchdringt.
Und auf diese Weise könnten wir dann beginnen, wieder die Gesellschaft als die unabhängige Variable zu verstehen, die die Technologie als von ihr abhängige Variable betrachtet und dann mit guten Gründen nutzt. Für eine so verstandene, quasi antikopernikanische Wende, die also den Menschen wieder ins Zentrum unserer Betrachtung stellt, ist es hohe Zeit. Denn um mit Hans Jonas zu sprechen, diese und ähnliche Fragen verlangen eine Antwort, bevor wir uns auf die Fahrt ins Ungewisse einlassen. Und gerade die Fragen Immanuel Kants können uns hierbei auch nach fast 250 Jahren und heute vielleicht sogar mehr denn je als Kompass dienen.